Willkommen zurück zu Awakening 4, das Himmelsschloss. Beim letzten Mal haben wir hier endlich die Tür aufgebrochen, aufgestemmt, aufgerätselt, man weiß es nicht. Und sind jetzt eigentlich auf der Suche nach unseren Eltern, die aber immer noch nirgendwo zu sehen sind. Ein Rubinapfel von unglaublicher Reinheit. Ich komme aber nicht dran. Ja, hier hol du den. Na toll, das kann er natürlich nicht, nutzloses Ding. Ich klicke hier hin und er sagt mir, ja, Rubinapfel. Hm. Der Wächterstein bewahrt seine Geheimnisse für alle Ewigkeit und es gibt und gibt sie nur auserwählten Preis. Hello? Hey, is someone there? Oh, thank goodness, it's a human. Oh my God. Hey, listen. Could you do me a favor and get me down from here? I've been stuck here for 100 years and it's getting boring. Get me back to the Navigator and I'll make it worth your while. Okay. Rot wie die Lippen der Liebsten, reif wie das Korn zur Ernte, härter... Härter als Stahl und Stein. Okay. Wie auch immer das Loch in die Wand gesprengt wurde, die Statue hat es dabei auch erwischt. Ein Wunder, dass sie unbeschädigt ist. Wenn ich diese Brocken hier rausbekommen würde, wäre das das ideale Gegengewicht. Das Bein ist ein Totalschaden. Ich muss ein Ersatzbein finden. Schade, nicht Schaden. Ein alter, fadenscheiniger Teppich. In der Mitte ist ein riesiges Loch. Ah, die Kristalle haben mir einen Schlag versetzt. Das ist bestimmt das Werk von Dreadmire. How'd I get like this? Well, you see, I used to be an adventurer like you, till I took an arrow to the knee. Died of boredom afterwards. Of course, I don't have knees now, so it's all good. Anyway, you probably want to fix that stool so you can reach me. I ain't having you shoot me down with an arrow. You could put out my one good eye. Eine große Vertiefung für ein viel größeres Siegel. Jede Vertiefung eine kleine Rune. Okay, wir kommen auch nicht mehr zurück. Ja, das habe ich ja versucht. Ah, ich muss ihn runterschießen. Okay, mein Fehler. Ich vergesse immer, dass wir ja noch den Bogen haben. Ja, den Tipp hätte ich jetzt eigentlich nicht gebraucht, aber gut. Klicke auf die Linien zwischen den Runen, um sie zu vertauschen. Ich würde sagen, außen die roten und innen die bunten. Ja.
Das war einfach. So, jetzt haben wir die 5 Runen. Und es würde mich nicht wundern, wenn wir, sobald wir die einlegen, das Siegel bekommen. Aha, okay. Ich wollte nur gucken, ob der das eigentlich automatisch macht. Nein, macht der nicht. Was ist das denn? Ordne identische Sternbilder. Oh. Ich kann nichts sehen. Okay, die haben auch verschiedene Größen. Ja, wenn man weiß, dass die unterschiedlich groß sind, also dass man quasi ein kleines einem großen zuordnen muss, dann geht's. Es ist nur gerade am Anfang super unübersichtlich. Okay, und jetzt? Jetzt werden wir geportet. Hier steht die Ausrüstung für Schatzsucher. So etwas gibt es tatsächlich zu kaufen? Da ist jemand in einem dunklen Kristall gefangen. Ich muss ihn zerstören, ohne die Person zu verletzen. Der Türe fehlt. Natürlich. Damit steuert der Navigator das Schloss. So kann die Kanzel auch verschiedene Zimmer erreichen. Sieh mal, die Stimmgabel schwingt in der Nähe der dunklen Kristalle. Was wohl passiert, wenn wir beide zusammenschlagen? Der dunkle Kristall vibriert bei jedem Schlag mit der Stimmgabel. Wenn wir sie mit den kleinen dunklen Kristallen draußen genau stimmen, können wir diesen großen Kristall zerstören, okay? Hier noch mehr? Ja. Okay, wir haben jetzt eine gestimmte Stimmgabel. Zerstöre den dunklen Kristall, indem du die Noten auf die richtige Frequenz einstellst.
Okay, jetzt sind alle richtig außer dem hier. Wer bist du denn? Das ist ein verschönerter Pirat. Wie hat er sich wohl in diese Lage gebracht? Tja, man weiß es nicht. Muss mich mal eben anders hinsetzen. Mir tut ein bisschen die Schulter weh. Das Problem ist, ich hatte einen richtig guten Bürostuhl, der genau auf meinen Tisch angepasst war. Und da hat mein Freund gesagt, beim Umzug, lass den doch hier, braucht man nicht mitschleppen, ich habe doch auch einen. Ja, jetzt habe ich meinen schönen, teuren Ikea-Stuhl weggegeben und habe jetzt seinen, auf dem ich nicht sitzen kann. Der zu niedrig ist für meinen Tisch und der Armlehnen hat, die ich furchtbar finde. Und ja, und seitdem tut mir immer der Arm weh, wenn ich am PC sitze. Nicht so schön. Okay, was müssen wir finden? Schrumpfkopf, Kompass, Schnäuzer, Säbel, Talisman, Anker, Holzbein, Teleskop, Schriftrolle, Piratenflagge, Stroh und 5 Flaschen. Leider fehlt die Schnur. Hier benötige ich was zum Aufbrechen. Eine exotische Ritualpuppe. Welchen Zweck wohl diese Nadeln erfüllen? Fehlt nur noch das Teleskop. Okay, wir haben jetzt ein Holzbein. Ach Moment, mit dem Holzbein können wir den Stuhl reparieren, den Hocker, was auch immer. Hey, thanks for getting me down. I'm Skullface, in case we ain't been introduced yet. Listen, I'm an enchanted talisman, right? I can't just let you do whatever you want. What I'm saying is, I'm magically bound to challenge you before you can touch me, okay? Don't worry, it's easy. I'll just ask you some simple riddles. Easy enough, right? Dafür lohnt sich die ganze Buddelei, oder? Manchmal brauchen sogar Piraten jemanden zum Reden. Es ist nicht alles Gold, was glänzt.
Nicht die gepunkteten Linien überschreiten. Piraten haben es nicht leicht. Für manchen ist das Leben beinhart. Eine helfende Hand? Gar nicht so einfach für viele Piraten. Da ist was in meinem anderen Auge. Auch auf einem Schiff braucht jeder Pirat ein Dach über dem Kopf. Ein wahrheit königlicher Schatz, aber ohne König. Oh, hey, you did it! Thanks a lot, Cupcake. Now you just gotta bring me back to Captain Jackdaw, okay? I owe you one. Fantastic job, Princess. Now just give me a moment to wake him up. Wakey, wakey. Hey, wake up already, you lump. The princess just saved your hide, so you'd better show us some respect. Hallo. Ow. My head. That's the last time I... Oh. Hello, Princess. But if you're here, then there... Oh, dear. The King and Queen set up a trap in Lord Dreadmire into it. A timeless sphere meant to keep them all in stasis forever. They sacrificed themselves to stop him, Princess. But he's too powerful to steal away forever. And I? Well, I helped your parents hold off the Basilisk long enough for them to deal with Dreadmire. Look, I had a message for you from your parents, but I hid it in the Crystal Mausoleum. Problem is, I can't get it for you. Hat Mausoleum gesagt, nicht Museum. See, here's this crown that'll get you into the mausoleum, but I locked it in my cabin and threw away the wheel handle for the door. But ah, I do have the guardian bracelet they also left for you. It said something about an unreliable custodian. Well, here it is, and may it help you somehow. Oh, by the way, I'm Captain Jackdaw, the navigator. Good friend of your parents, and pleased to meet you. Now, if you'll excuse me, I need a drink. Okay, wir haben jetzt ein Wächterarmband. Wofür wir das wohl brauchen? Okay, ermittle die zwei richtigen Runen anhand der wechselnden Edelsteinfarbe. Okay, das war jetzt auch nicht schwer. Teppichstück. Ah, nee.
Stelle, das Teppichmuster wieder her. Das kennen wir ja auch schon. Ah, nee, Moment, das ist gar keine 11, das ist eine 1. Also ich glaube, es heißt 1-1, nicht 11, das sind ja nicht 11. Okay. Das ist der Navigator. Hold on there, Princess. Before you go in, I've got something you'll need. I can't quite find the key to the chest the crown's in, so you need to unlock it from the inside. Don't worry, I have a gem of giants in my jar here that should help, if only I could open it. A little help here. Vertausche zwei Holzgriffe per Klick und entwirre die Schnüre, die den Deckel verschließen. Das finde ich aber schwieriger, als diese Rätsel sonst sind. Ja, das kann jetzt noch was dauern. Nein, auch wenn es jetzt so aussieht, ich klicke nicht einfach nur rum. Wir haben jetzt ein Riesenjuwel. Hier. Auch nicht? Na gut. A buddy of mine, Lute, he used to own that chest. You'll need the Gem of Giants to get in there. In the meanwhile, I'll try to find the keys for it. Ladies first. Ordne die Leuchtsymbole Paaren zu. Bye.
das war auch einfach. Ja.